vom weisen Jungen, der eine Reuse aussetzte. Es war einmal ein Junge, der keine Eltern mehr hatte und deswegen nur Yatim, der Waisenjunge, genannt wurde. Er lebte bei seiner Großmutter. Eines Tages wurde die Großmutter krank und wollte gern Fisch essen. Da machte sich Yatim auf, um im Fluss eine Reuse auszusetzen. Kaum war das getan, da fing er eine Garnele, die er aber wieder freiließ. Danach fing er ein Schwein, einen Zwerghirsch, einen Affen, eine Zibitkatze und eine Fliege, die er aber alle wieder freiließ. Denn alle Tiere, die sich in der Reuse verfangen hatten, sagte Yatim, wenn er sie freiließ, würden sie es ihm vergelten. Und deswegen gab er ihnen ihre Freiheit wieder. Einige Zeit danach starb seine kranke Großmutter und Yatim bestattete sie, wie es sich gehörte. Nun aber wusste er nicht, was er tun sollte, und er ging, wohin ihn seine Füße trugen. Hinauf auf die Berge und wieder herunter, hinein in die Wälder, heraus aus den Wäldern. Als er so umherstreifte, begegnete er wieder den Tieren, die er damals in der Reuse gefangen hatte, der Garnelen, dem Schwein, dem Zwerghirsch, dem Affen, der Zibitkatze und der Fliege. Sie alle begleiteten nun Yatim, wohin er auch ging. Als sie schon einige Zeit unterwegs waren, gelangte Yatim zu dem Park eines Rajas mit Namen Muruhan. Der Aufseher des Parkes hieß Pak Bankol, und ihn fragte Yatim, ob er ihn als Arbeiter nehmen wolle. Einmal, so wird erzählt, wollte Raja Buruhan ein Fest veranstalten, doch zuvor sollten Hahnenkämpfe stattfinden. Der Jubel der Zuschauer und das Dröhnen des Gongs war auch in dem Park zu hören, und Yatim fragte Pak Bankol: Pak, was treiben denn die Leute da? Die veranstalten Hahnenkämpfe, antwortete Pak Bankol. Sie veranstalten Hahnenkämpfe? Wenn das so ist, werde ich es mir ansehen, sagte da Yatim und ging, gefolgt von der Zibitkatze, davon. Wo wollt ihr hin, Herr? Fragte die Katze. Ich will zum Hahnenkampf, antwortete Yatim. Wenn das so ist, werde ich mitgehen und mich in einen Kampfhahn verwandeln, sagte da die Katze. Und Yatim entgegnete, kannst du dich denn in einen Kampfhahn verwandeln? Kann ich, erwiderte die Katze. Dann ist es gut. Im selben Augenblick verwandelte sich die Katze in einen grünen Kampfhahn mit Federn an den Beinen, doch ohne Kamm. Nachdem die Zibitkatze zum Kampfhahn geworden war, trug Yatim sie zum Kampfplatz, und als er dort ankam, waren die Leute gerade mit Eifer dabei, ihre Hähne zu vergleichen. Auch Yatim suchte nach einem Gegner, und es dauerte nicht lange, und er bekam einen Hahn des Herrschers als Partner. Der Hahn war graugelb und hatte rote Läppchen, einen kleinen Kamm, einen langen, schmeidigen Kehllappen und Augen wie Rubine. Man fragte Yatim, wie viel er für seinen Hahn einsetzen wolle, und er erklärte entschlossen, »Ich setze mich selbst.« Der Raja war einverstanden, denn wenn es dazu kommen sollte, konnte er ihn die Hühnerstelle reinigen lassen, und es wurden 5000 Rupia auf den Kampfhahn des Herrschers gesetzt. Während dieser Hahn dann Sporen bekam, heftete Yatim an die Füße seines Hahnes Sporne, die er mit den Blättern der Kokospalme befestigte. Er wollte keine richtigen Sporen, und da er auch nicht mochte, dass andere Leute seinen Hahn freiließen, trat er selbst mit ihm nach vorn. Als alles bereit war,
wurden die beiden Hähne freigelassen. Und kaum standen sie sich gegenüber, da hackte Yatims Hahn nach dem Kopf seines Gegners, der gleich hinstürzte und tot war. Jetzt schlug man Yatim vor, sein Tier mit einem anderen Hahn des Herrschers zu messen, der grau wie ein Affe war, Federn an den Beinen und einen hohen Kamm hatte. Der Einsatz sollte wieder 5000 Rupia sein. Yatim war dazu bereit. Nachdem man dem Tier Sporen angelegt hatte, ließ man es frei. Dieses Tier wurde ebenfalls besiegt. Wieder wurde Yatim herausgefordert, seinen Hahn mit einem Hahn des Herrschers kämpfen zu lassen, der drei schwarze Federn hatte, einen Kamm und einen Schopf, rote Augen und zusammengewachsene Zehen. Der Einsatz sollte diesmal 10.000 Rupia sein. Yatim willigte ein und beim ersten Zusammenstoß wurde des Herrschers Hahn besiegt. Inzwischen war es dämmerig geworden und der Herrscher sagte zu Yatim, er möge am nächsten Morgen wieder erscheinen. Yatim antwortete, gut, mein Herr. Dann beauftragte er einige Leute, das Geld, das er beim Wetten gewonnen hatte, in den Park zu tragen. Dort angekommen, fragte ihn Pak Bangkol, »Wer hat dir denn so viel Geld gegeben, mein Kind?« Yatim antwortete, »Das Geld habe ich gewonnen, als ich mit dem Herrscher wettete. Morgen werde ich wieder hingehen, bis alle Kampfhähne des Herrschers, die einen berühmten Namen besitzen, besiegt sind.« Am nächsten Morgen, als alle Leute zu den Kämpfen eilten, begab sich auch Yatim mit seinem Hahn unter dem Arm zum Kampfplatz. Als er dort ankam, waren die Leute eifrig dabei, ihre Hähne zu vergleichen. Yatim ging geradewegs zur Mitte und suchte sich einen Hahn der Hähne des Herrschers als Gegner. Dessen Gefieder war rötlich-schwarz. Schnabel und Füße waren gelb, sein Kopf glich einer Kemiri-Frucht. Und er hatte einen Schwanz wie ein Affe, sowie weiße Krallen. Als die Leute Yatim Sporen gaben, lehnte er ab und stattete seinen Hahn wieder mit Spornen als Sporen aus, die er mit Blättern von der Kokospalme festband. Nachdem die beiden Hähne so bewaffnet waren, wurden sie in die Mitte des Kampfplatzes getragen und einander gegenübergestellt. Der Einsatz betrug diesmal 35.000 Rupia. Im gegebenen Augenblick wurden die beiden Tiere freigelassen. Und gerade als der Hahn des Raja angreifen wollte, sprang ihn Yatim Hahn an und hackte auch seinen Kopf. Wieder befahl der Herrscher, einen neuen Kampf zu veranstalten. Und Yatims Hahn stand einem Tier mit elfenbeinfarbener und grünen Federn ein Kamm und zusammengewachsenen Zehen gegenüber. Der Einsatz betrug 50.000 Rupia. Dieser Kampf verlief wie der vorhergegangene. Kaum standen sich die beiden Hähne gegenüber, zerhackte Yatims Hahn die Kehle seines Gegners. Der Herrscher wurde jetzt immer unwilliger und fragte Yatim, wie er heiße und woher er komme. Yatim antwortete in aller Ehrerbietung, dass sein Dorf im Norden liege und dass er Yatim heiße. Zurzeit lebte er im Park im Hause von Pak Bangkol. Da der Herrscher sehr verdrossen war, suchte er nach einer List, wie er Yatim töten könne, und er sprach, »Yatim, jetzt hören wir mir den Hahnkämpfen auf und werden stattdessen Pferderennen veranstalten. Wenn du dich nicht beteiligen kannst, werde ich dich töten.« Yatim wusste nicht, wie er antworten sollte und sprach ehrerbietig, »Wie ihr befehlt, Herr, ich füge mich all euren Befehlen.« Als alle den Kampfplatz verlassen hatten, war er besorgt und verzweifelt, denn er besaß kein Pferd. Von wem konnte er nur eines leihen? Als er so tief in Sorge war, kamen der Hirsch
und der Affe dazu. »Was ist denn? Warum seht ihr so bedrückt aus?« Yatim antwortete, »Der Herrscher hat mich zum Pferderennen herausgefordert, und wenn ich ihn nicht mitmachen kann, so soll ich getötet werden. Ich habe aber kein Pferd und bin deshalb so traurig.« Da antwortete der Hirsch, »Sei nicht traurig. Ich verwandelte mich in ein Pferd und der Affe in einen Jockey.« »Kannst du dich denn in ein Pferd verwandeln? Und du, Affe, ein Mensch werden?« sagte Yatim. Und Hirsch und Affe antworteten, »Sicher, das können wir.« Am Morgen des nächsten Tages verwandelte sich der Hirsch in ein granatapfelfarbenes Pferd und der Affe wurde zum Menschen. Sogleich begab sich Yati mit Pferd und Reiter zum Wettkampf. Auf der Rennbahn wurde die Pferde paarweise ausgewählt und Yatim bekam ein tiefbraunes, großes, schlankes Pferd des Herrschers als Gegner. Der Wetteinsatz wurde auf 100.000 Rupia festgelegt. Nachdem die beiden Jockeys ihre Pferde bestiegen hatten, begaben sie sich zur Startlinie und als alles soweit war, ließ man die Pferde laufen. Von Anfang an ließ Yatims Pferd seinen Gegner hinter sich zurück, denn es besaß einen gewandten Jockey. Am Zielplatz angekommen, war das Pferd des Herrschers besiegt und des Rajas Zorn wurde angesichts dieser Niederlage noch größer. Noch einmal forderte der Herrscher Yatim heraus. Er solle einen Menschen finden, der tauchen könne, und wenn ihm dies nicht gelinge, solle er getötet werden. Yatim nickte zu dem Wunsch des Herrschers und begab sich nach Hause. Im Park angekommen, war er sehr betrübt, denn er wusste nicht, wem er befehlen konnte zu tauchen. Auf einmal kam die Garnele und fragte, »Was bedrückt euch, Herr?« Yatim antwortete, »Der Herrscher hat mir befohlen, einen Menschen zu finden, der zu tauchen versteht und sich lange unter Wasser halten kann. Wenn ich niemanden finden kann oder wenn ich besiegt werde, soll ich getötet werden. Hab keine Angst, ich werde mich verwandeln und ihr könnt so viel ihr wollt auf mich setzen«, sagte da die Garnele. Yatim sprach, »Kannst du dich denn in einen Menschen verwandeln?« »Kann ich«, antwortete die Garnele. Am Morgen des nächsten Tages erschien Yatim vor dem Raja und sie gingen ein tiefes Wasserloch zu suchen. Der Herrscher hatte einen Mann bei sich, der sich einen Tag und eine Nacht unter Wasser halten konnte. Als sie zu seinem Wasserloch gekommen waren, hieß der Herrscher die Garnele und ihren Gegner gemeinsam ins Wasser zu tauchen. Nach einem Tag und einer Nacht tauchte der Gegner der Garnele auf, während die Garnele selbst erst nach 5 Tagen und Nächten wieder nach oben kam. Da wurde der Herrscher noch zorniger auf Yatim und sprach, »Komm, jetzt suche ich einen Menschen, der Keladi essen kann, und wenn du keinen findest, werde ich dich töten.« Die Keladi, die gegessen werden sollten, füllten ein ganzes Feld, und dieses Feld war so weit, dass man darauf 30 Garben Reis ernten konnte. Wieder war Yatim bedrückt, doch da kam das Schwein zu ihm und fragte, »Was bedrückt euch, Herr?« Yatim antwortete, »Ich muss einen Menschen finden, der Keladi essen kann, um der Herausforderung des Herrschers etwas entgegenzusetzen. Derjenige, der ein ganzes Feld davon essen kann, hat gewonnen.« Da sagte das Schwein, »Habt keine Angst, was willst du als viel bezeichnest, ist auch meine Sicht nur wenig. Das Feld ist nicht so groß und bringt noch kein 200 Garben Reis hervor. Das werde ich allein essen.« Am Morgen des nächsten Tages erschien Yati mit dem Schwein vor dem Herrscher und die beiden Leute, die von den Keladi essen sollten, wurden zu einem Feld befohlen,
auf dem genügend wachsen. Als sie dort ankamen, begannen sie sogleich zu essen, und im Nu hatte das Schwein alle Keladi verzehrt. Der Herrscher wurde noch zorniger auf Yatim, weil er schon wieder besiegt worden war. Yatim, morgen werde ich einige Frauen auf dem Markt versammeln, und alle werden sie jung sein. Wenn du meine Tochter herausfinden kannst, werde ich dich an meine Stelle zum Raja machen. Wenn aber nicht, lasse ich dich köpfen. Dann erhielt Yatim den Befehl, wieder nach Hause zu gehen. Wieder war er bedrückt. Zurück im Park kam die Fliege und fragte: Was bedrückt dich, Herr? Yatim antwortete: Der Herrscher wird morgen früh junge Frauen versammeln. Seine Tochter wird dabei sein und er wird sie unter den anderen Frauen verstecken. Dann sagte die Fliege: Seid nicht so bedrückt, Herr. Ich werde zu der Tochter des Herrschers fliegen und mich morgen auf ihr niederlassen. Nehmt sie dann an der Hand und führt sie zum Herrscher. Dann flog die Fliege sogleich zu der Tochter des Herrschers und blieb die ganze Nacht über bis zum nächsten Morgen bei ihr. Die Prinzessin, die unter den anderen Frauen versteckt werden sollte, wurde am Morgen mit Ruß von der Bratpfanne eingeschmiert und bekam ganz zerfetzte Kleider an, während die anderen Frauen teils mit, teils ohne Schmuck erschienen. Dann begaben sich alle zum Marktplatz, während die Fliege auf dem Haarschopf der Prinzessin saß. Als alle auf dem Markt bereitstanden, befahl der Herrscher, Yatim seine Tochter zu suchen. In kurzer Zeit gelang es Yatim, sie herauszufinden, denn er hatte die Fliege auf ihrem Haarschopf sitzen sehen. Er nahm sie bei der Hand und führte sie zu dem Herrscher. Dieser hielt sein Versprechen, gab Yatim die Prinzessin zu seiner Frau und ließ ihn zum Herrscher ausrufen.